Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Chickies of Time. Wir sind hier aktuell in Grundhilders Castle unterwegs und haben schon die ein oder anderen versteckten Plätze und Türen gefunden. Hier ist gerade noch die Fee mit dabei. Ich werde mich hier auf jeden Fall erstmal umgucken. Und direkt im Schloss waren wir noch nicht, eher so in der Umgebung. Und haben da schon ein paar Noten eingesammelt, was ziemlich gut ist, finde ich. Und hier haben wir das erste Puzzleteil. Geil. Das erste von 10 wahrscheinlich. Jo, sieht so aus. Und was ist das hier? Das sieht mir auch wieder nach irgendeinem Bonuslevel aus. Wir reden erstmal kurz mit der Fee, würde ich sagen. Hallo. Okay, also Mario würde nicht in Grundhilders Toilette jumpen. Das ist ein Hinweis für uns, glaube ich. Irgendwo in eine Toilette reinspringen. Und ein alter Freund, der in Grundhilders Schlafgemach reingelaufen ist. Okay. Platonic Studio. Alles Sachen, wo ich noch nicht so viel mit anfangen kann, weil wir, glaube ich, noch nicht im Schloss waren. Oder ist das hier die Toilette vielleicht? Das ist nicht die Toilette, oder? Ist das die Toilette? Nee. Okay. Ein Mumbo. Da geht's wieder hoch. Oh. Hi. Und unser erster Jinjo. Okay, das ist eher so eine Art Gefängnis hier, ne? Okay, ansonsten, ist hier noch was? Sieht mir erstmal nicht so aus. Okay, können wir wieder raus. So, die Frage ist, wo kommen wir denn raus? Voll geil, wir haben ja im letzten Part ein Upgrade bekommen von der großen... jetzt sind wir im Schloss direkt drin, glaube ich. Mit Fake-Puzzleteilen und so. Alter, wir haben echt doppeltes Leben? Boah, wie gut ist das denn? Und das heilt sich auch noch wieder. Boah, ist das gut. Wow. Alles für eine rote Feder. Wahnsinn. Das war doch ein Drap. Ein Drap. Okay, ich würde sagen, bevor wir aber hier weitermachen, das müsste jetzt der direkte Haupteingang sein, oder? Mit Sicherheit. Ja, genau. Bevor ich aber hier weitermache, möchte ich nochmal kurz nach da oben, denn da war noch eine Tür, die wir mit Noten öffnen konnten. Da hatten wir aber noch nicht genug, jetzt müssten wir aber genug haben. Ich glaube 28 stand da drauf. 828, ja. Mach auf hier. So. Und... natürlich können wir erstmal hier lang und dann können wir noch fliegen. Überall in dieser Gegend hier. Da habe ich auf jeden Fall auch schon Mumbo-Schädel gesehen. Da gibt es bestimmt noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt erreichen können damit. Ach du Scheiße. Ein Bowser-Ding und eine fette Röhre. Ist es schlau, auf diesem Bowser-Schalter zu springen? Eher nicht so, ne? Das ist für ein Spiel. Ah.
Okay, ich hab's verstanden. Aber das ist ja ein super merkwürdiges Game. Vor allem mein Christmas-Schmuck. Also, Bowser wurde sein Weihnachtsschmuck gestohlen und hat gefragt, ob wir ihn zurückbringen können. Wie doof. Aber ich muss jetzt erstmal checken, was hier gerade abgeht. Das war gerade irgendwie am Anfang ein bisschen zu viel für mich. Aber vielleicht schaffen wir es trotzdem noch. Jo, wir haben es trotzdem geschafft. Und wie? Hä? Hä? Das ist der Star Switch? Ja und, was mache ich damit? Die Musik ist so cool. Die gefällt mir richtig gut. Hä? Aber ich kann den gar nicht drücken. Einfach reingehen? Ich komme gar nicht hoch so richtig. Ja, weil die Röhre noch nicht auf ist. Ich muss den Schalter drücken. Aber, wie mache ich das? Hä? Der ist irgendwie gar nicht vorhanden, der Schalter. Muss ich das verstehen? Ah, okay. Ja, genau. Wo ist denn das jetzt? Jetzt muss ich da noch durchfliegen, oder was? Alter. Oben auf dem Turm, oder was? Hä, wo ist denn der gespawnt? Ne, der ist da... Hä, wo ist denn der? Das ist so ein Puzzleteil einfach so. Das nehme ich natürlich gerne mit. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht gecheckt, wo der Stern ist. Irgendwo über so ein Tor. Wo ist denn das Tor? Da vielleicht? Nee, da. Da ist es, ne? Ich glaube, da ist es. Okay. Okay. Nochmal. Wirst hier von A nach B geschickt, wirst mitten in Minispiele reingeballert und sollst dann klarkommen damit. Okay. Ich hätte mich vielleicht erstmal umsehen sollen, einfach. Aber gut, das war jetzt auch sehr, ja, ich sag mal, nicht so krass. Oh, jetzt treffe ich nicht mal. Du. Ja. Ich weiß doch, wo es jetzt ist. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe es gar sehr, dass ich jetzt den richtigen Platz kenne. Aber ich soll da einfach durchfliegen oder was war jetzt der Plan? Ich soll dagegen bashen? Nee, da ist er gar nicht. Wo ist das? Doch, da ist es. Ich bin durchgeflogen. Wie oft soll ich durchfliegen?
Ich muss bestimmt dreimal durchfliegen. Ah, oh, nein. Okay. Ach Mann, ist das eklig. Was ist denn das schon wieder? Ich muss da bestimmt dreimal durchfliegen, wa? Alter, weißt du, da hast du so eine Nebenmission mit Bowser, dass du dem seinen Christmas-Schmuck zurückbringen sollst? Was ist das denn? Ganz komische Minispiele hier. Okay, warte mal, ich muss mal die Hand plätten. Komm her, mein Freund. Oh nein. Nein! Bam! So, ein Leben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir unsere roten Federn jetzt nochmal so dezimieren würden. War nicht mein Plan. Manno. Okay, das ist auch wieder so ein ganz merkwürdiges Spiel. Aber muss ich da jetzt wirklich dreimal durchfliegen? Es kommt auf jeden Fall immer dieser Sound, dass ich irgendwas richtig mache. Genauso wie wenn ich mit den Eiern gegen den Stern schieße. Dementsprechend hoffe ich einfach mal, dass das so das ist, was ich machen soll. Es ist halt irgendwie schon wieder ganz komisch. Ja, ja, ja. Okay, put on your wing. Cap or whatever go. Who dead star and finish the job. Through. Through? So. Und jetzt einfach ganz bequem durchfliegen. Eins. Wir haben noch viel Zeit. Ich mache mir keinen Stress. Zwei. Und jetzt vielleicht einfach so auf dem Rückweg nochmal. Jo, geil. Okay, ich weiß auch, wo das ist. Ja. Ja. Okay, schön. Wir haben es geschafft, Leute. Ah. Meine Güte, ey. Ist auf jeden Fall eines der anspruchsvolleren Zeitrennen gewesen. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut gemeistert. So, den nehmen wir auch noch mit. Jetzt die Frage, können wir hier sonst noch irgendwas Cooles erreichen mit unseren Federn? Irgendwas, wo wir vorher vielleicht nicht hingekommen sind. Wir haben ja vorhin jetzt schon ein Puzzleteil geholt. Die Frage ist, gibt es hier denn noch irgendwas, was wir holen können? Guck mal, hier oben gibt es noch Noten. Aber hier auf der Etage war ich glaube ich auch noch nicht, deswegen ich gehe mal gucken. Hier ist eine Kette, da kann ich hochklettern, ne? Ja. Okay, dann war das auch keine schlechte Idee. Hierhin erstmal zu gehen. Hier sind halt diese Augen. Ich weiß nicht, ob man mit denen auch noch was machen kann. Aber ich sammle erstmal ein paar rote Federn. Und das war jetzt unser drittes Puzzleteil, glaube ich. Dö, dö, dö. Könnte mir halt vorstellen, dass man fliegen kann und gegen die Augen bashen, aber das sind ja schon viele Augen. Vielleicht ist auch einfach nur Deko. Ich hoffe es. Weil ansonsten wäre das echt ganz schön happig, das zu machen. So, 36, 37, 38, 39, 40. Ach, es sind mehr. Ich bin schon wieder auf irgendeiner ungeraden Zahl. Das ist nicht gut. 41. Toll. Hier kann ich ein bisschen Leben bekommen. Ist saugeil, ne? Dass ich jetzt so doppeltes Leben habe. So gut, ey. Okay, schön. Und hier kam er jetzt auch irgendwo nochmal hoch. Warte, warte, warte.
Hier. Auf dem Schal. Kann ich noch lang laufen? Das ist doch der Schal von ihr, oder? Ich denke schon. Da war... Hä? War noch ganz merkwürdig eine Note drinne. Komm, hör auf zu labern. Keiner mag dich. Okay, hier ist auch noch einer. Und hier brauche ich 846... Oh, da fehlen mir noch drei Noten. Nein. Muss nochmal herkommen. Oh Gott, das war schlecht. Hm. Warte mal, aber ich kann hier doch auf den Händen vielleicht noch lang laufen. Vielleicht gibt es da auch noch irgendwas. So wie ich das Spiel kenne. Was? Hier gibt's nichts. Was ist das? Aber wir müssen halt nochmal hierher kommen. Das ist halt doof. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es da oben noch irgendwas gibt. Aber vielleicht kommen wir dann über den Mund halt da nach oben. Das könnte ich mir vorstellen. Dafür fehlen uns aber noch drei Noten. Dummerweise. Manno. Okay. Ja, an die Augen komme ich nicht so richtig ran. Ich hoffe einfach mal, dass das nur Deko ist. Wir werden es sehen. Achso, wir haben ja das Puzzleteil auch noch gar nicht eingesammelt. Das sollte ich vielleicht nochmal tun. Da sind wir ja hier richtig, ne? Richtig? Genau. Sehr schön. So. Das war jetzt Puzzleteil Nummer 3, oder? Ja, geil. Okay, schön. Sehr, sehr schön. So, dann haben wir hier noch die ganzen Federn. Na gut, zwei. Und jetzt könnte man darüber nachdenken. Also uns fehlen noch drei Noten, damit wir oben weiterkommen. Die Frage ist, wie komme ich denn jetzt... Kann ich hier einfach so ganz vorsichtig runterspringen? Und war hier hinten noch irgendwas? Ich sammle mal Federn weiter ein. So, bei Bowsers, bei dieser Röhre und so war ja jetzt nichts mehr weiter bei Bowser, oder? Ich hoffe es. So sehr. Mann, das sind aber auch schon wieder enge Wege hier. So, schön 55 Federn wieder. Das heißt, wir können wieder rumflattern. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass ich irgendwo Noten liegen gelassen habe, weil wir halt schon wieder so eine komische Anzahl haben und ihr ja gesagt habt, es gibt normalerweise immer 5er-Stacks in einer Reihe. Deswegen habe ich gerade irgendwie Angst, dass wir was liegen gelassen haben. So, ich gehe nochmal ganz kurz hier rein und der Part neigt sich auch schon wieder dem Ende zu. Dementsprechend werden wir heute auch nicht mehr so viel machen. So, ich wollte nur noch mal genauer gucken, aber ich glaube, hier ist wirklich nichts mehr. Ich finde es halt komisch, dass hier die Röhre noch zu ist. Da kommt... Naja gut, das war für die... Für den Weihnachtsschmuck, ne? Naja. Gut, ich habe vielleicht im Schloss schon angefangen, irgendwelche Noten zu sammeln. Das kann sein. Und da habe ich es nicht zu Ende gebracht. Das ist möglich. Wir müssen uns auf jeden Fall noch erinnern, dass wir oben in den Mund noch rein können. Und dass uns da noch drei Noten fehlen. Ich denke jetzt so, außerhalb habe ich erstmal alles gemacht. Außer halt den einen Abschnitt, wo ich noch in das Eis rein muss. Ich denke aber, da muss ich mich vielleicht verwandeln. Meine Vermutung. Okay, gut Leute. Ich würde sagen, okay, ein bisschen haben wir noch Zeit. Ich gehe erst nochmal rein. Wir gucken uns diesen Abschnitt hier nochmal an, bevor es weitergeht. Im nächsten Part. So, wir waren ja schon mal drin ganz kurz. Hier geht zum Beispiel... Geht's noch irgendwo runter? Können wir noch mal kurz vorbeigucken? In Knascht. Ja, da waren wir schon drinne. Genau. Dann schließt sich auch dieser Punkt für uns. Wir haben auch wieder 100 Eier. So, hier haben wir überall noch Bilder. Vom Kessel. Ja, hier Dr. Zockopus. Keine Ahnung, wie der heißt. Die Musik ist so cool, ne?
Okay, hier haben wir auf jeden Fall auch noch Noten. So, jetzt hätten wir auch genug, um dahin zu kommen. Eine goldene Feder noch. Natürlich. Tschüss, mein Freund. So, hier eine Truhe. Ein weiterer Mumbo-Schädel. Und hier geht's noch in den Schrank. Und ein Puzzleteil? Geil. Noch zum Ende des Parts voll ein Puzzleteil abgesahnt. Schön. Freut mich. Ja, das war doch ein guter Part, würde ich sagen. Nice. Okay, Leute, freue ich mich. Haben wir noch ordentlich was geschafft und gemeistert. Jetzt haben wir auch genug Puzzle-Noten, um oben reinzukommen. Ich würde sagen, dass... machen wir jetzt ein bisschen Überlänge. Komm, egal, wir holen uns noch schnell. Wir gehen da jetzt doch schon mal schnell rein in den Koppels, in den Mund von ihr. Ich bin nämlich der Vermutung, dass es da vielleicht auch noch ein Puzzleteil gibt. Wenn wir da ganz oben hochgehen. Das sieht für mich nämlich so aus, wenn wir in den Mund reingehen, dass wir vielleicht oben auf dem Turm rauskommen. Ist jetzt gerade so meine Vermutung. Und dann haben wir da nämlich auch schon ordentlich was gemeistert. Na, dann sind wir quasi hier draußen fast komplett fertig. Ich glaube, es ist dann wirklich noch das Einzige, was uns fehlt, dass wir... So, auf hier die Tür. Oh nein. Da verliere ich alle meine Noten. Shit, dann ist das vielleicht Finale. Vielleicht ist hier der Bossfight drin. Das kann sein. Okay, gut, dann lassen wir das. Dann ist da vielleicht der Bossfight drin. Gut, Leute, das wusste ich nicht. Ich dachte, hier geht es vielleicht irgendwo hin, wo ich noch ein Puzzleteil bekomme. Aber nee, dann lieber nicht, ne? So, dann gehen wir hier nochmal ganz vorsichtig runter. Dann würde ich sagen, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Ist es hier wirklich draußen nur noch diese Eispfütze hinten, wo ich jetzt noch nicht weiterkam? Wo wir uns vielleicht verwandeln müssen? Und ja, ansonsten müsste der Rest alles im Schloss sein. Ich bin gespannt auf den nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zu Chickies of Time. Tschüssi, Leute.